Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und ich verspreche heute schon den großen Badespaß. Wir gehen ins Wasser, naja, zumindest mit diesem Modell, weil, da sieht man's, es ist eins der wenigen Modelle und erst recht in der Technikserie, die auch wirklich laut Packung schwimmen. Und das werden wir uns gleich noch genauer angucken. Ansonsten ist es irgendwie so ein kleines Phantom, dieses Modell. Es hat 404 Teile, kostet 39,99 €, Teilepreis von 9,9 Cent. Das ist für Technik relativ viel. Es gibt aber, wie wir hier sehen, recht große Teile, nämlich insbesondere diese beiden Schwimmer. Erscheint jetzt eigentlich 2020, ist erstaunlicherweise aber weder auf der Webseite von Lego bisher, zum Zeitpunkt, als ich das hier spreche, noch ist es im Katalog verzeichnet, dieses Set. Das irritiert mich ein wenig, weil ich habe es als Rezensionsexemplar mit den gesamten Neuheiten der Technikserie bekommen. So gesehen gehört es eigentlich mit dazu. Auch dieses Segel übrigens hier und die Anleitung. Nichtsdestotrotz, wir gucken uns das mal an, das Ganze. Und nach ungefähr Stunde, Stunde anderthalb Bauzeit, ja, da steht dann vor uns der Katamaran in seiner ganzen Größe und der ist wirklich relativ groß und den werden wir uns jetzt mal ganz detailliert angucken. Wir starten unten mit dem Schwert, beziehungsweise zweimal Schwert, hinten sehen wir auch ein Ruderblatt und dann da drüber eine ganze Menge Technik. Insbesondere aber hier dieser Korpus, den werden wir uns gleich genauer angucken, weil das ist wirklich neu und bringt das Ganze auch zum Schwimmen. Aber hier sehen wir viele Zahnräder, einige Kurbeln und der Rest ist dann noch Mast und Segel. Und das Ganze, je nachdem wie weit man das Schwert ausgefahren hat, kommt man da durchaus auf eine Höhe von einem halben Meter, der da bis nach oben reicht. Ich sagte ja, diese Schwimmer hier, beziehungsweise diese Kufen oder wie man sie auch immer nennen will, von dem Schiff, die sind das Besondere, weil die wirklich aus einem Guss sind, deswegen eben auch das Ganze schwimmen soll. Hier dieses Loch geht nicht hier rein, sondern zieht sich sozusagen durch, das werden wir hier gleich sehen. Und ein Teil ist es nicht, es sind zwei Teile, wie wir hier entdecken. Da sehen wir es und die lassen sich auch deswegen auseinandernehmen, damit man denn, weil das ist natürlich jetzt nicht wirklich völlig wasserdicht abgeschlossen, dann das Wasser auch auskippen kann. Das kann man entweder nach hinten auskippen, da sieht man, da ist hier so ein kleiner Schlitz, der das ermöglicht, dass Wasser ausläuft oder wenn es ganz schlimm läuft, abmachen und das Ganze dann richtig auslaufen lassen. Und damit das auch funktioniert, ich mache es mal wieder hier zu, kann man nämlich diesen Teil hier einfach abnehmen vom Schwert. Zack. Und dann kann man ihn nämlich auch richtig runternehmen. Und da sehen wir hier, dass hier tatsächlich das Ganze nochmal geschützt ist. Und da ist das entsprechende grüne Gegenteil. Und wieder draufgesetzt. Wir gucken uns das gleich natürlich nochmal in Action dann auch in der Badewanne an, ob es denn wirklich schwimmt. Ich habe eine gewisse Hoffnung, aber das muss ja nicht so sein. Ja, der zweite Schwimmer hier, der ist genauso gebaut. Jo. Dann haben wir hier das Schwert. Oder zwei davon, wie wir hier sehen, damit das eben nicht nur ganz gut im Wasser liegt, auch nicht so einfach, na gut, umkippen kann, dafür ist es ein bisschen wenig, aber auch teilweise, weil die, ich weiß nicht, ob es bei denen auch so ist, aber die können gut auch durchaus aus dem Wasser hochgehen, dann ist das hier meistens zumindest noch im Wasser. Und dies hier, das kann man tatsächlich hoch und runter fahren, wir sahen es hier schon, da sind Zähne, so kleine, und die haben dann Kontakt hier oben zu diesem hier. Und wenn ich jetzt hier drehe, dann bewegen sich da nicht nur die Zahnräder, die wir dort sehen, ja, wenn ich meine Finger da nicht gerade dazwischen habe, da, sondern mit einer Schnecke, die da unter dem hier dieser kleinen Kurbel ist, wird dann das Zahnrad bewegt und das wiederum greift dann hier in diese Zähne und dadurch wird das Ganze hoch oder auch wieder runter befördert. Aber wie wir sehen, ist ein bisschen wenig Spiel, also da muss man den Daumen oder den Finger schon ganz gut dran bewegen. So, da sehen wir es, wie sie es auch tatsächlich hoch und runter bewegt. Und weil man kann ja sozusagen nicht auf einer Seite schwimmen, haben wir das Ganze nochmal auf der anderen Seite genauso gebaut. Da sehen wir es, damit wir es dann auch auf die gleiche Ebene bringen können. Deswegen, es ist, was daran man schon merkt, kein Modell zum Hinstellen. Also, ja, das steht dann entweder auf diesen Teilen oder ich nehme sie ab und fahre sie so hoch,
dass sie dann, ja gut, oben rausragen. Aber man entdeckt ja auch schon hier an diesen Aufbauten, das ist nicht schön. Also wenn wir das mit der Racing-Yacht vergleichen, die werde ich gleich nochmal daneben halten, dann ist das hier so ein Durcheinander, das eben der Sache geschuldet ist. Und solche Racing-Katamarane sind aber auch tatsächlich, jetzt nicht mit Lego-Technik, aber generell so gebaut, dass da wenig Komfort ist, sondern alles nur auf möglichst wenig Masse und dann Geschwindigkeit. Da ist also wenig was mit rechter Kajüte oder ähnlichem. Hier ist nun wirklich gar nichts in diese Richtung. Normalerweise ist da zumindest noch so ein bisschen was. Hier ist alles offen. Also hier könnte keine Figur stehen. Das ist wirklich nur darauf gemacht, ein Schwimmmodell hinzustellen. Hier die Steuerräder, die bringen gar nichts. Die greifen ins Leere. Dafür haben wir hier eine Steuerung. Da sieht man es. Und dadurch auch ganz simpel hier wird das einfach nach links und rechts geschoben. Diese quasi Achse, die dann wiederum die Ruderblätter hier hinten so ein bisschen bewegt. Da sieht man es. Ja, genau. Hier haben wir dann noch eine Achse, die dann das Ganze stabilisiert. In Rot dazu. Das finde ich passt hier nicht so ganz richtig schön rein. Restlichen Farben. Ich finde das Grün ist ganz poppig und ganz okay. Wir sind aber noch nicht am Ende, was hier irgendwelche Möglichkeiten angeht. Die schauen wir hier. Die haben wir. Jetzt gibt es aber hier zum Beispiel noch eine Kurbel. Und wenn wir an der drehen, dann sehen wir, dass wir das Vordersegel nach links und rechts bewegen können. Je nachdem, wie wir denn wenden oder halsen wollen, beziehungsweise wie denn der Wind gerade steht, können wir den hier nach vorne hin, vor und zurück machen. Ist auch ganz simpel. Hier sieht man es. Da dran hängt jetzt diese Achse, die dann ja, das Ganze eben nach vorne und nach hinten bewegt. Da. Und das Gleiche haben wir auch nochmal mit dem Hauptsegel. Da. Und das ist dann dieser hier. Und da sehen wir auch, das lässt sich dann entsprechend umlegen. Und auf diese Weise kann man auch dann da, ja, je nachdem, wo man das den Wind hat, das Ganze dann hinfahren. Das sind die Funktionen von diesem Durcheinander, was wir hier oben sehen. Ansonsten haben wir hier etwas 30 cm große Segel. Hier mit so einem Plastik, Weichplastik hier, schön bedruckt. Ja, kein Aufkleber. Das ganze Modell, kein Aufkleber. Ja, genau, okay. Die werden hier einfach nur reingedrückt, sieht man hier, und haben dann auch ganz guten Halt. So, ja, theoretisch könnte man sich vorstellen, dass die, wir haben jetzt sicherlich, sind jetzt hier nicht so gebaut, dass da jetzt richtig schön der Wind reingeht, aber man könnte sich theoretisch vorstellen, dass tatsächlich hier so ein bisschen Wind hineinfährt und man dann, wenn man denn jetzt hier einen Motor hätte zum Steuern und dann vielleicht sogar noch einen, der die Segel entsprechend setzt, sodass man zum Beispiel auch in den Wind oder dann auch hart am Wind fahren könnte mit dem guten Teil. Ja, das wird aber mit diesen Schwertern hier auch eng. Aber naja, wenn das wäre, das wäre natürlich cool. Dafür bräuchte man aber eine Motorisierung und die müsste dann natürlich absolut wasserdicht sein. Und das ist natürlich Control Plus und alle Konsorten, auch die Motoren, absolut nicht. Deswegen, man kann es natürlich versuchen, aber wenn man dann danach alles wegschmeißen kann, ich habe gewarnt. Also das befürchte ich, ist dann tatsächlich für die große See nicht geeignet. Für die Badewanne schon, das werden wir uns gleich ansehen. Aber die Frage ist auch, macht man das dann öfter? Also Jugendliche jetzt sagen, die sich, Mensch, mit dem Boot fahre ich jetzt jedes Mal mit in der Badewanne. Also der Spaß wäre ja eigentlich, dass man hier wirklich mit den Segeln so ein bisschen rumspielt. Naja, gut. Aber wir werden es ja gleich sehen, wie sich es in der Badewanne dann verhält. Ja, also hier oben hätten wir dann noch angedeutet, so ein kleines Lämpchen, um auch wirklich und immerhin kleines Deko-Element, dass wir hier auf der einen Seite das rote und das grüne Licht haben, so wie es denn dann auch vorgeschrieben ist. Das war's. Mehr wird's nicht. Wir können aber einmal die Racing-Yacht dagegen halten, die es ja vor einiger Zeit gab. Die sieht dagegen ja fast richtig schick aus. Also die hatte auch, war deutlich kleiner, wie wir hier sehen. Ich fahre gleich mal zurück mit der Kamera. Und hatte hier wirklich noch so Racing-Yacht-Elemente. Ich konnte hier das Rad ein bisschen links und rechts machen, je nachdem, wo man war. Dadurch ließ sich dann hier hinten das Ruderblatt bewegen. Und ich konnte hier dann auch das Segel, je nachdem, wie ich drehte, dann weiter bewegen. Das Vordersegel, die Fock, ließ sich da allerdings leider gar nicht irgendwie weiter steuern. Aber dafür, wenn ich es eben auf dem Boden bewegte, hatte es Räder, die dann auch tatsächlich, ja, gut, man hätte es theoretisch wahrscheinlich mal im Starkwind irgendwie aufs Asphalt setzen können, ob es was gebracht hätte. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich jetzt nicht. Ja, gut, also der ist wirklich schick, aber wie wir gleich sehen werden, ich gehe mal ein bisschen zurück. Doch deutlich kleiner. Hier sehen wir es. Da, also wenn ich das mal die Dinger nebeneinander und selbst wenn ich das Schwert jetzt mal sozusagen wegeliminiere, da sehen wir es. Da ist durchaus
was ist das Wort, ist noch Luft nach oben. Nichtsdestotrotz, vom Hinstellen und vom Cool, das Ding würde ich gerne mir irgendwo zumindest in die Vitrine stellen, finde ich diese Racing-Geschichte hier deutlich schöner und hat deutlich mehr als das Teil hier. Also ja, gut, aber ich will das Fazit ja nicht vorwegnehmen. Wir wollen jetzt erstmal baden gehen. Bis gleich. So, nun ist Badestunde und da ist das gute Gefährt. Wir setzen es ins Wasser und normalerweise, wenn ich das ja in dieser Klemmbaustein-Lyrik Folgen mache, passiert nicht das hier, was wir hier gerade sehen, sondern das gute Teil geht unter. Nö, das schwimmt. Ja, gut, stand auch drauf. Ist jetzt nicht überraschend, aber tatsächlich, eigentlich würde es jetzt richtig Lust machen, dass dann auch auf größeren Gewässern und dann fernbedient. Ja, ich habe ja schon geträumt dass, und gesagt, dass das wahrscheinlich so nicht kommen wird. Aber wir sehen, es schwimmt. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier dran drehen, jetzt müsste er ja mal sehen, wenn ich jetzt vorwärts fahre. Doch, die Kurve macht er tatsächlich. Dann ziehen wir mal in die andere Richtung. Also theoretisch würden die Ruderblätter sogar eine Wirkung entfalten. Da sehen wir, jetzt geht er nach rechts. Auch das tut er. Ja, jetzt fehlt mir natürlich hier der Wind, um zu sagen, hier, jetzt wollen wir hier nochmal aber richtig ordentlich reinpusten. Ich kann es ja trotzdem mal machen, aber ich befürchte, da werden wir wenig Reaktion finden. Windmarsch. Naja, immerhin. Warte mal, jetzt müssen wir hier mal irgendwie die falsche Richtung fahren. Lassen wir mal in die andere Richtung fahren. Und hier, warte mal, jetzt können wir doch hier richtig umlegen auch so, dass das genau in meine, so, dass auch kein Wind verloren geht. Ja, selbst durch einfaches Pusten lässt sich hier Bewegung erzeugen. Und dann versuchen wir es nochmal mit der Sturmtauglichkeit. Das heißt, wir haben mal ein paar höhere Wellen. Achtung, schwupps. Ja, also selbst wenn ich hier jetzt wilder wackle, so schnell geht er nicht unter. Jetzt wirft er natürlich schon langsam ein bisschen Wasser aufnehmen. Wenn ich jetzt hier Windstärke 6, 7 simuliere. Ja, nö, da schwimmt immer noch. Mal schauen, wie viel jetzt hier drin ist. Jetzt würde man es natürlich nach hinten so ein bisschen auskippen, aber da ist eigentlich viel drin. Also selbst wenn ich jetzt hier mal reingucke, nö, ist relativ trocken. So ein bisschen feuchter drin, aber ich glaube eher, weil ich es jetzt aufgemacht habe. Erstaunlich. Ja, nochmal von höherer Höhe fallen lassen. Nö, das ist schwimmt gut. Also ich hoffe, dass sie vielleicht irgendwann nochmal mehr aus diesen Schwimmern hier machen. Und vielleicht ja wirklich nochmal irgendwas mit so einem kleinen, es reicht ja eigentlich auch so ein kleiner Motor, wie ja der, wie es den von Playmobil gibt und wie er ja früher auch durchaus kompatibel war mit dem, was Lego so hatte, die gute alte Zeit. Aber immerhin, da könnte man jetzt ein bisschen träumen von diesen Schwimmern und was sich da vielleicht noch mitmachen lässt. Träumen wir doch mal oder kommen jetzt einfach mal zum Fazit. Beziehungsweise erstmal nochmal ein kurzer Blick in die Anleitung. Nicht unerwähnt bleiben soll natürlich, dass es auch noch ein B-Modell gibt. Neben eben dem Katamaran haben wir hier noch dies hier, ein Race Power Boot, das Rennboot. Ja, ohne, wo haben sie denn da? Die Segel haben sie dann einfach mal komplett weggenommen. Ja, sieht aus wie ein ferngesteuertes Auto, ist ein oder Schiff, ist es natürlich überhaupt nicht. Ja, das ist irgendwie langweilig. Nö. Also das Interessante ist wirklich hier das A-Modell. Das B-Modell ist wirklich, ist es da. Apropos da, dabei ist natürlich auch eine Anleitung. Das ist die hier. Und da sieht das, genau so hätte ich es gerne. Nicht? Da sieht man übrigens auch, wie er hier wirklich so abhebt. Ja, und wie er theoretisch im echten Wasser schwimmen könnte. Bautechnisch keine neuen Offenbarungen. Ist ja sowieso recht luftig. Ich glaube, man sah wirklich gerade eben quasi alles. Also, und so gesehen habe ich hier auch nicht mehr, was ich präsentieren kann. Und leider am Ende eben auch kein Hinweis darauf, dass da irgendwelche wassergeschützten Motorisierungen sind. Dafür hier eben ein paar Hinweise, ja, was wofür dann ist, wo was sich bewegt und dass es wirklich schwimmt. Man darf es ins Wasser setzen und wie wir es denn auch wieder reinigen. Hinten auskippen, blaues Teil abnehmen und das Ganze trocknen lassen und sauber reiben. Das war's.
Ja, apropos, das war's. Damit kommen wir jetzt auch wirklich zum Fazit. Und das fällt auch tatsächlich mir etwas schwer, weil der Katamaran selber ist keine Schönheit. Da gibt es zwar ein paar Funktionen, aber das ist wirklich hier auch nur auf Funktionen ausgelegt. Diese Rennjacht von vor 2 Jahren, die war einfach viel, viel cooler. Und die gucke ich mir auch heute noch gerne an. Die habe ich gerne bei mir stehen und die zeige ich auch gerne. Den kannst du ja nicht mal hinstellen. Also das ist irgendwie ja, dafür so gar nicht geeignet. Eigentlich ist natürlich das Highlight daran wirklich diese Schwimmer und dass das Ganze wirklich schwimmt. Also man es wirklich ins Wasser setzen kann und wie wir sahen, das Ganze auch wirklich gut funktioniert. Aber dann wieder die Frage, ja, was macht man denn damit? Nimmt man es wirklich mit in die Badewanne, vielleicht dann doch in Pool, wenn man es hat? Man kann da ein bisschen mit rumspielen. Es ist ab 8, ja, da kann man vielleicht noch Kinder haben, die dann das auch geil finden. Das B-Modell ist langweilig. Man kann ja auch ansonsten nicht so viel anderes draus bauen, aber mit anderen Teilen natürlich ein cooleres Boot draus machen, weil das Zentrale sind eigentlich diese beiden Elemente hier, die Schwimmer, mit denen man dann eigentlich ganz andere Schiffe auch bauen kann. Und dann ist vielleicht auch das Rennboot, was dort als B-Modell ist, gezeigt, ist ein guter Anfang, um dann damit dann was noch Geileres zu bauen. Und ja, das, was mich leider sozusagen dann oder fragend hinterlässt, ne, Fragen nicht, was mir eher dann so ein bisschen die Tränen in die Augen treibt, ist schlichtweg, es sieht so aus, als wenn man es richtig geil motorisieren könnte und richtig ein ferngesteuertes Segelboot für größere Seen draus machen könnte. Aber es wird eben nicht gehen, weil die Motoren und alles von Lego nicht auf Wasserdichtigkeit geeignet ist, sondern nur diese Dinger. So gesehen bleibt es eigentlich nur eine Verheißung, die nicht weiter erfüllt wird. Preislich, ja, sind wir dabei mit 10 Cent pro Teil, selbst wenn hier große Teile natürlich dabei sind, in der Technikwelt relativ teuer dabei. Mal sehen, wenn es denn dann normal irgendwo mal erhältlich sein wird, wird man damit wahrscheinlich auch was Günstigeres werden. Also, ja, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, kauft das, wenn ihr Boote findet, dann eben eher das alte Teil. Aber wenn ihr was Schwimmendes sucht und daraus was vielleicht noch Geileres machen wollt, ist das vielleicht eine schöne Sache, um damit dann den Start zu machen. Ja. Ja, schwierig. Was sagt ihr dazu? Ich bin gespannt. Schreibt es in die Kommentare. Und meins für heute war's das. Bis bald dann und tschüss. Achso, und danke an Lego für das Rezensionsexemplar natürlich.